brauche unbedingt einen anderen Job. Also $2, das ist ja unter so. Augen geradeaus, ihr Idioten. Nein, ich sollte nicht diese Stimme aufsetzen. Folgende Abschaum bekommen seine Fesselle gefilzt. Carsten Riccio. Der, dessen Namen man kann aussprechen kann. Das Einzige, was hier irgendwo ausbricht, sind eure Zähne. Ich bin es, was hier draußen zählt. Also, Zähne oder was? So, wir sollten die Folie, glaube ich, hier ablegen. Das wäre eine ganz gute Idee. Und den Stein. Dieser blöde Stein, ey, das ist echt zum Kotzen. Und wir haben keine Spitzhacke. Das ist natürlich doppelt zum Kotzen. Aber wir müssen es unbedingt zum Frühstück, weil ich keinen Bock habe, Aufmerksamkeit zu erregen. Wieso lege ich die eigentlich? Egal, egal. Lassen wir sie liegen. Dekoriert ein bisschen das Zimmer. Och, komm schon. Gleich doppelt erwischt. Das ist ja doppelt unfair. Carsten hat ein Holzding, aber wir haben zwei Geld. Wir haben nur zwei Geld. Ich habe diesen Fraß so satt. Eigentlich soll er sie ja satt machen, aber naja. Irgendwie ist es paradox. Ich habe diesen Fraß so satt. Ja, ich glaube, das ist auch was anderes, ob man sagt, ich habe diesen Fraß so satt oder dieser Fraß macht mich so satt. Oder ist es was anderes? Okay, wir versuchen uns mal einen neuen Job zu holen. Komm hier. Pierre. Spontan mal entschieden. Ohne Kelle. Ich glaube, die nehmen wir mit. Ja, die nehmen wir mit. Ah, obwohl. Wir haben ja die Detektoren. Detektoren? Detektoren. Hä? Detektor. Detektoren. Ja, das ist richtig. So. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass Pierre nicht mehr an seinen Arbeitsplatz kann. So, weiter verprügeln. Komm schon. Oh, das war knapp. Oh, okay, jetzt jagt er uns. Sehr gut. Oh nein, er hat es losgelassen. Nochmal verprügeln. So. La 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 la. Fang mich doch. Hihihi. Spontanes Fangspielen. Das ist aber auch nicht peil, dass wir den verarschen. Oh, wir haben noch 10 Power. Das ist hier auch nicht gut. Ich finde das witzig. La 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 la. Pierre, fang mich doch. Du lahme Nuss. Wie kann man denn lahme Nuss sein? Das sage ich doch schon immer. Was? Au, 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 au. Lauf, 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 lauf. Nein, 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 nein. Pierre, Pierre, Pierre. Psst, Pierre, psst. Wir können den eigentlich auch umnieten. Komisch, dass die Schützen nichts sagen. Ich meine, die müssen das ja eigentlich sehen. Ein Pfefferminzbonbon. Für den frischen Atem. Okay, nur noch eine Stunde. Eine Ingame-Stunde. Müssen wir ihn davon abhalten? Und die Kelle? Die Kelle. Nee, die lasse ich lieber liegen. Die lasse ich tatsächlich liegen. Sonst endet das nur böse. Für mich. Oh, Pierre ist wieder aufgewacht. Verdammt. Komm wieder ein bisschen Fang spielen. Pierre, ich bin noch nicht fertig. Du bist dran. Du bist dran. Komm schon, das muss einfach funktionieren. Jetzt müssten theoretisch ich und er seinen Job gleichzeitig verlieren. Und ich müsste mich direkt für seinen Job bewerben können. Okay, aufgrund einer Inkompetenz, okay, bla bla, haben wir den Job verloren. Und wir nehmen den hier an. Jetzt sind wir in der Holzwerkstatt, sehr gut. Solltest du deine Arbeit verenden, wenn du ihn behalten willst? Aha. Solltest du deine Arbeit verenden, wenn du ihn. Ist das Yoda-Sprache oder was? Junger Luke, solltest du deine Arbeit verenden, wenn du sie behalten willst? Oh nein, Peter vermöbelt uns. Noch 4 Power. Okay, ich glaube, wir sind denn los. Oh, wir sollten unbedingt wieder Power aufbauen. Das ist echt schlimm gerade. Ich glaube, wir haben uns auch ganz schön mit Pierre verspielt. Ich glaube, sein Name wird jetzt rot sein. Oder war der gerade schon rot? Ich habe es gar nicht gesehen. Ich bin gespannt. Wenn der Name rot ist, greifen die uns dann manchmal auch spontan an oder sind dann einfach nur die Preise teurer, wenn sie was verkaufen? Obwohl das auch schon nervt. Aber wir haben noch einen Job, Leute. Sehr gut. Kann ich euch mal was anderes zeigen als nur Gärtnern? Und in einem anderen Gefängnis konnte ich euch auch nichts anderes zeigen, weil ich ganz schön schnell ausgebrochen bin.
Relativ schnell. Bisschen scheiße auf ihr gebaut. Ja, PS ist rot. Hm. Schade. Okay, entfernte Post haben wir noch. Entfernte Schokolade haben wir noch. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwelche von diesen Aufgaben erledigen. Ich meine, die bringen ja auch Geld. Ist so ein kleines Taschengeld, was man sich dazu verdienen kann. Neben seinem Job. Erstmal wieder hier richtig hinsetzen. So. Und na, jup. Wir brauchen unbedingt Power. Weil wir hätten gegen Pia gerade fast verkackt. Auf gut Deutsch gesagt. Und da wir noch ein paar Offiziere vermüllen müssen für die Mission, schadet so ein kleiner Aufbau nie. Ja, ich will trainieren, Mann. Verdammt. Das Geräusch nervt irgendwie. Oh, ein bisschen duschen. Aber das Duschen lassen wir mal. Wir können auch duschen, wenn wir tot sind. Ich meine, wenn wir, wenn wir jetzt gleich essen gehen, verlieren wir gleich eh wieder aus... Nein. Verlieren wir müdig. Wir verlieren Müdigkeit. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall durchsuchen wir jetzt wieder andere Schreibtische. Und wir haben eine Pfeile gefunden. Sehr gut. Mr. Peanut. Oh, der hat Holz. Auch gut. Kann man gebrauchen. Und wo wir schon... Ich glaube, wir haben ein Holz haben wir da liegen in der Höhle, im Tunnel. So, und Pierre hat eine Büroklammer, Tagepuder. Sehr gut. Schön für Pierre. Brauchen wir nicht. Ich glaube, wir arbeiten gleich erstmal direkt, oder? Ich vergesse, ich vertausche es immer wieder. Abendessen und Arbeiten, das ist alles dasselbe. Okay, Abendessen erstmal. Genau, Abendessen, dann Arbeiten, dann Duschen. So war das. So, die Gabeln packen wir mal weg, die könnten wir noch gebrauchen. Und ich glaube, ich muss mir auch ein paar andere Gabeln besorgen. Oh, da habe ich jetzt mal den Platz weggenommen. Das tut mir aber leid. Hast du was verkaufen? Metallblech. Oh, Metallblech. Wir haben kein Geld. Wir haben überhaupt kein Geld. Einfach null. Darf ich? Was darfst du? Ich begrapschen? Aber natürlich doch. Probiert das mal. Nein. Pierre Officer Mercedes hat vorhin mein Eigentum mitgehen lassen. Schafftabletten, bla bla bla. Nehmen wir mal an. Weil Mercedes müssen wir sowieso noch vermöbeln. Einfach nur schrecklich. Das stinkt ja. Ja, dann kann man nichts gegen machen. Her mit deinem Nachtisch. Tischler. So, jetzt können wir zu unserem Tischlerjob. So, und das sieht hier so aus. Man klickt hier auf den Holzvorrat, sammelt sich ganz viel Holz. So, 6 Stück. Wie halt geht. So, dann drückt man hier 3 Stück rein und dann hat man einen Stuhl gebaut. Dann drückt man wieder 3 Stück rein, baut noch einen Stuhl und dann hat man 2 Stühle gebaut. Und diese 2 unlackierten Stühle packt man dann in den Möbelbehälter und so dann die ganze Zeit. Ich hoffe, das hat man jetzt verstanden. Wenn nicht, dann werde ich das jetzt ein paar Mal wiederholen. Extra für euch. Und nicht nur, weil ich mein Arbeitspensum erfüllen will. Sieh. Und wenn wir Glück haben, kann ich mir eine Tüte bauen. Also nicht die Art von Tüte, die jetzt von euch erwartet wird, sondern eine Tüte, in der man Sachen schmuggeln kann. Ich glaube, man nennt es eher einen Sack. Ich habe Sack gesagt. Sack bauen. Sack. Einen Sack bauen. Auch gut. Aus... Was brauchen wir für einen Sack? Folie und Klebeband, glaube ich. Ich verstehe auch nicht, wie Folie und Klebeband dagegen helfen soll, illegale Sachen zu schmuggeln, da Folie... meines Wissens nach durchsichtig ist, aber das interessiert hier im Knast ja eher weniger. Klebstoff. Oh, hier schnüffelt jemand. Das ist natürlich, das kann man machen, ne? Muss man aber nicht. Ja, und den Klebstoff nehmen wir mit. Vielleicht können wir daraus Pappmaché machen, um uns dann eine Wandattrappe zu bauen. Die könnte nützlich sein. Weil wir werden bestimmt irgendwo mal eine Wand einreißen.
Okay, hier ist nichts. Eine Batterie. Warum eine Batterie? Ich weiß, dass man aus einer Batterie eine Kerze bauen kann. Und ein Bohrer. Aber beides ist, glaube ich, eher unnötig. Ich meine, man kann es genauso mit einem Schraubenzieher machen. Und eine Kerze, es kann natürlich... Wird es irgendwann mal dunkel? Oh, mein Magen knurrt. Und jetzt vermöbeln wir erstmal Mercedes. Ich meine, da haben wir jetzt zwei Sachen zu tun. Mitarbeiterschlüssel. Der Mitarbeiterschlüssel. Den können wir für da oben gebrauchen. Leider habe ich jetzt nichts dabei, um einen Abdruck davon zu erstellen. Aber wir haben jetzt gerade ganz schön viel Geld gemacht. Muss ich ja schon sagen. 121 haben wir bereits. Das ist sehr gut. So, was hat der Willi denn? Der Willi hat gar nichts. Doch, der hat was zu verkaufen. Ich bin gerade im Angriffsmodus, deswegen... So, danke. Hammer, toll. Haben wir übrigens gar nichts, wie wir erfahren haben. Null, also Taschenlampe. Genauso wie die Taschenlampe. Ich weiß nicht, was die Taschenlampe bringen soll. Ich meine, nachts sieht man auch genauso viel. Eine Kraft. Ah, die brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Wir haben hier schon alle Rezepte. Boah, ich habe gerade die ganze Zeit das Gefühl, ich muss niesen. Das ist echt schlimm, gerade. Bücherregal. Wir bilden uns mal ein bisschen fort. Bildung ist besser als keine Bildung. Rikyu, was hast du zu verkaufen? Metallblech. Oh, jetzt können wir uns das kaufen. Das fehlte uns ja noch. Ein Seil brauchen wir jetzt eher nicht. So. Und direkt mal weiterbilden. Dann können wir uns gleich mal angucken, ob wir die Schaufel reparieren können oder nicht. Aber eventuell brauchen wir dafür... Nee, wir brauchen dafür keinen Klebstoff. Tatsächlich nicht. Oder? Brauchen wir Klebstoff? Doch, wir brauchen... Also nicht Klebstoff, Klebeband brauchen wir dafür, glaube ich. Also, jetzt mal hier. Gemütliche Männerdusche. Lalala. Beweg dich mal. Was meinst du jetzt? Booty shaken oder was? Ich habe mein Quietschentchen verloren. Gib mir die Seife, um sie fallen zu lassen. Ah, was für ein Tag. Okay, ich will ein bisschen trainieren. Und ich würde gerne an den Behälter da unten kommen. Vielleicht setze ich... Vielleicht baue ich tatsächlich eine Wand. Also eine Wandattrappe. Und benutze sie dafür, um dann an die Kiste da unten zu kommen. Weil den Schlüssel zu besorgen ist, glaube ich, schwieriger. Und die Wand einzureißen ist machbar. Glaube ich. Smite. Oh, Smite ist gelb. Das ist nicht gut. Wir geben dem ein bisschen Kohle. 30 sollte genügen. Oh, geht's immer noch scheiße. Super. Komm schon. Das Problem ist, wenn wir schlecht mit dem befreundet sind, also mit den Zimmergenossen, dann verpetzen die uns ganz schnell. Und darauf habe ich eher weniger Lust. Opa hat seine Gang, Familie, bla bla bla. Okay. Oh, Pierre ist orange. Okay, ist nicht mal rot. Wir haben, glaube ich, eine Aufgabe von ihm erledigt. Deswegen hat sich unsere Beziehung ein bisschen verbessert. So, Klebstoff packen wir rein. Ist ja legal. Klopapier genauso. Tja. Wer wird jetzt eigentlich gerade gefilzt? Das weiß ich gar nicht. Ich kann natürlich riskieren. Ich hoffe, wir werden nicht verpetzt. Wehe, Smite. Smite, ich warne dich. Ich habe echt Schiss. Ich habe gerade echt Schiss. Warum auch immer ich das erstmal da reingelegt habe. Ich ergebe manchmal keinen Sinn. So. Zertrümmern wir weiter den Stein. Gabel zerbricht. Ich habe tatsächlich Angst wegen Smite. Ich vertraue dir nicht. Ja, wo packe ich jetzt das Holz und das Metallblech hin? Ja, ich kann ja das mit dem Craften mal versuchen, gleich. Nachdem ich die robuste Stoffe ein bisschen mehr aufgebraucht habe. Einmal geht noch.
Ich glaube, es geht sogar noch einmal. Aber ich riskiere nichts. Ja. Okay, Smite liegt immer noch da, ganz ruhig. Nee, das spielt, die Erde spielt nicht hier runter. Puh, das mache ich bei jemand anderem.